Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, hier bei mir beim V1976. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wir können gleich auf dem Server drauf. Und dann geht's weiter mit unserer dritten Stufe. Na toll, es regnet. Toll, toll, toll. Ich habe unseren ja, Wirkungskreis mal rübergeholt, also die Kisten, die hinten standen, habe ich noch hier geholt und hier standen ein paar Kisten auf der Narbe sozusagen, wo der David ja alles ausgehoben hatte, und da hatte ich die Kisten dann auch mal abgebaut und hierhin verschoben. Hier sieht man auch noch die Sachen, die da hinten standen. Und hier ist der Sand irgendwo. Ne, der Sandstein. Irgendwo hatte ich Sand drin. Hier ist Sand. Alles, was da hinten war. Ja, ich bin schon sozusagen bereit. Geht mir irgendwas? Ich habe hier irgendwie in dem Slot. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da hatte ich sonst immer noch Sandstein drin, ne? Ja. Nehmen wir noch Sandstein mit. Noch ein bisschen Reserve. Gut. Ich habe vergessen, das Bild aufzumachen. Na super. Okay. Dann mache ich das noch schnell. Send App Data %. Screenshots. Ah ne, Minecraft erst und dann Screenshots. Dann geht das viel einfacher. So, mal da ganz nach unten scrollen. Welches Bild wir dran waren, das sehen wir gleich. Können wir schon? Nein, können wir nicht. Bisschen noch. Jetzt? Nein. Okay, dann können wir noch nach oben gehen. Okay, wir sind hier. Okay. Mal überlegen, wo wir zuletzt waren. Muss ich noch richten? Na? Ah, ja, genau, genau, genau. Hatte noch Fackeln gesetzt. War doch nie so lange auf. Na, nein, wo kriege ich denn Phantome? Gut, egal. Genau, wir hatten den Teil schon gemacht. Hatte ich bis ganz hinten, war ich da schon fertig, oder? Ich hatte ja die Stempel sozusagen nach oben gezogen. Nee, habe ich noch nicht. Okay. Dann hatte ich, glaube ich, nichts mehr im Inventar, ne? Und hatte dann ja, Inventar noch ein bisschen voller gemacht. Könntest du mal jetzt endlich. Ah, wie sehe. Ja, hatte dann das Inventar nochmal aufgefüllt und dann Feierabend gemacht. Richtig, richtig. So, dann machen wir hier noch weiter. Nein. Aber nur hier auf dieser Ebene, wo das dann erst nach spawnen muss, sozusagen. Jetzt so. Statt hochzuspringen. Wie gesagt, wir sind ja super schnell vorangekommen, also und so ein bisschen stolz drauf sein. Warte mal, ist da. Oha. Okay. Ich wollte nur gucken, den Abstand. Doch mal ganz kurz nochmal. Ja. Moin, moin, Wori. Hallöchen. No, alles schick. Ja. Bin auf der falschen Seite mit den Bildern. Warte. Genau, ich muss auf die. Hier am. Genau, an dem Turm. Also, Nebenzugang. Meiner. Ach sein. Wori, wie geht's dir? Ich hoffe, alles ist schick. Nein. Oh, doch. Ja, wir können dazu machen. Jetzt. Wo die Balkone später hinkommen, kommen auch die. Weißelten Sandsteine hin. Ja. Das fängt hier, glaube ich, schon an, ne? Genau. Ja. Ja, na dann ist ja gut. Sophie war nur 3, ne? Wo der nächste Balkon hinkommt. Ne, ist noch. Dann kommt. Weißelten Stein. Ah. Da kommt. Jetzt wieder. Uah. Haben wir. Einen wunderschönen Freitag euch allen. Hallo Anrose, schön, dass du da bist. Großes Fenster, kleines Fenster und dann geht's wieder. Balkon. Großes Fenster, kleines Fenster, Balkon. Ich hoffe, das stimmt so. Das müssen wir wieder umbauen. Nein. Komm. Geht's denn hier runter? Oh, der ist mir da runtergefallen. Das Pflegehundchen schläft. Na, dann ist ja gut. Ja. Naja, konnte ja keiner ahnen, dass dein Nachbar da dann noch länger bleiben muss. So, dann haben wir das. Gleich Bild ändern. Und eigentlich von da hinten weiter. Besser sehen kann. So, dann haben wir da. Hier waren keine, obwohl unten Balkon hinkommt. Oder? Also was unten, hier kommt der Balkon hin. Ne? Hier kommt trotzdem keine gemeißelten Sandsteine hin. Ich wollte heute dreimal draußen, immer eine halbe Stunde. Das erkennt er ja nicht. Nun ist der Kleine Willi müde. Ah ja, okay. Guck. Ja. Ist er nicht gewohnt, so viel Sport. So, großes Fenster. Fenster. Genau, und dann kommt... Ah, kommt ein Balkon. Ah ja, okay, dann war es doch weg. Gut, gut, gut. Dann... Ne, hier kommt Balkon hin. Okay. So. Autsch. Okay. Okay. Hier kommt auch nochmal. Ach. Und die Oma auch. Gut, okay. Moment. Eine Hand frei gerade. Kratzen. Ah, da. Okay. Ah. Hallo David, schön dich zu sehen. Es geht dir gut. Nur alles schick. Ja, mir geht es gut. Und selbst ja, können ein bisschen besser gehen, aber alles gut. So. Bild ist einfach. Ja, alles. Wurde runtergefallen. Sieht nicht so raus. Okay. Dann können wir hier noch die Treppen anmachen. So. Okay, so kann man. Das ist gut. So. Dann kommt hier ein großes Fenster hin, aber dann mit, ja, okay. Vielleicht machen wir erstmal die Fenster unten. Durch. Die Durchgänge sind. Bei 3. Nein, so nicht. Da ist er, David. Hallöchen. Hier ist ein Durchgang. Dann kommt mal dir helfen. Ja, immer. Wenn du willst, kannst du hier hinten mit Sandstein einmal 2 Blöcke. Warte, ich gehe nach vorne und kannst das sehen. Kannst du mit Sandstein einfach machen. Das ist die Zwischendecke sozusagen. Dass die 2 einfach mal bis zum Ende oder so einfach mal durchziehen. Weil ich dann besser die Treppen dran setzen, die da drumherum gehören, da oben. Das geht dann schneller. Ansonsten ist wahrscheinlich noch plattformmäßig da hinten die Richtung dann noch was zu tun. Das war so, wird erledigt. Super, super. Die haben wir hier vorne dran gemacht, genau, und dann können wir da oben wieder die. Dann kommt müssen wir noch nach oben, müssen wir noch die Scheiben einsetzen. Ganz kurz gucken. Zu, auf, zu. Zu, auf. Selbe oben. Mhm. Gedacht. Hier kommt weil das ist ja normal kein Balkon. Was haben wir? Hier weg. Ja, ich habe die Fackel weggerissen. Ach, nicht gut. Erstmal das. Essen. Okay. Das zaghaft rübergesprungen. Okay, vielleicht liege ich gleich wieder unten. So, das haben wir. Dann kommen hier wieder die ran. Glas. Weiter. Nein, falsch. Auch falsch. Eins, zwei, eins. Lass. So, dann können wir hier auch wieder. Ja, hätte ich doch gehen können. Ja, schön, sehr schön. Na toll. Da baut jemand. Hallo Luca! Schön, dass du da bist. Hier auch. Muss gucken. Ja, ja. Dann 2 zu. So offen. 2 zu. Und dann. Nein. Nein. Mm. Zu jeder dann kommt ihr jetzt gleich genau und da kommt der 4. Hallo Teacher. Der letzte Minecraft-Stream dieses Jahr. Ja, ich bin auch ganz traurig. Hm. Ja, ist richtig, was. Noch was geschrieben? Nee, nee. So. Dann hätten wir das auch schon an der Stelle. Nach vorne und dann hinlegen, schnell. Nein, das nicht. Ja. Zack. Na, Tienchen, alles gut. Weiß ich schon aufs neue Jahr. Am Montag geht's wieder los. Um die Böllerei nicht abschaffen. Eine Qual für Mensch und Tier, ja, ist so. Ich weiß das nicht. Ich weiß nicht. Also, ich brauch's nicht. Und die ballern hier auch schon den ganzen Tag. Weiß nicht, alle meckern so, dass sie kein Geld haben und nicht wissen, wie sie ihre Rechnung bezahlen müssen und dann sowas. Du hast Glas vergessen. Nein, habe ich nicht. Extra, damit du nachfragen. Glaube ich. Ja, nur, dass du aufpasst. Und gleich mal gucken. Wenn du gerade da hinten bist, wo ich... Okay, nee, da bist du noch nicht. Okay. Vielleicht, weil ich gerade vom Hauptzugang zurückbaue. Piti, hallöchen. Man würde es nie ein... Seite recht machen können. Nee, nicht unbedingt. Bei GOG gibt es aktuell Daymaron 1998 gratis, falls jemand Interesse hat. Aber die haben jetzt auch die ganzen Tage auch immer gratis Zeugs gehabt. Da auch immer geguckt und dann schon wieder was gratis. Ja, die ist gerade jetzt abgeholt. Okay. Danke, Tintin. Oben ist es. Ups. Hallo Petit. Ich hoffe, es geht dir gut. Irgendwie ist mir der Jahreswechsel dieses Jahr egal. Okay. War mir die 100 Euro und spende 10 Euro für 4 Pfoten. Oder so. Und die 90 für den Urlaub. Gerade eben bei einem Putzi kurz reingeschaut und der hatte dann gezeigt, wie die bei Lidl einen Wagen nach dem anderen da reingeschoben haben. Der war kaum da, war schon leer, musste schon den nächsten holen, um den wieder aufzufüllen. Also ist schon Wahnsinn, was die Leute halt für Böller halt ausgeben, ne? Gut, ich muss nach unten neues Zeug holen. Also wie gesagt, ich brauch's nicht. Muss da nicht hunderte von Euros irgendwie in die Mülltonne kloppen. Für, weiß ich nicht, 5 Minuten. Oh, falsche Seite runtergelaufen. Okay. Ihr habt doch schon alles umgebaut da hinten. Das war Epic doch auch über Weihnachten täglich ein Spiel gratis und sonst umsonst, zumindest im Dezember, richtig, wöchentlich ein Spiel gratis, genau und sonst Entschuldigung, und sonst halt einmal pro Woche und nächste Woche sind es dann gleich wieder 2 Spiele. Hatte ich schon gesehen. Ich gebe auch kein Geld für Böller aus, siehst du, David, braucht man auch. Dass die Leute doch machen, ihr Geld. Naja, aber dann sollen sie nicht rummeckern. Das sind dieselben, die halt rummeckern, dass sie alles teurer wird und blau und hier und da. Nee. Na, dann sollen sie bitte nicht meckern und nicht irgendwann dann sagen, oh, uns fehlt das Geld aus und blau und hier und da. Glas. Wie gesagt, ich verstehe einige Leute halt auch nicht, wenn sie halt sagen, sie haben kein Geld und bla. Und dann... Aber für Zigaretten reicht's noch. Na gut. Aber genug davon. Du scherst aber sehr über Einkommen. Ja, natürlich. Weil ich kann. Aber unsere Umwelt. Ja. Wo bist du denn gerade? Dass du gesagt hast, hier ist da irgendwo Glas fehlen würde. Ich habe wohl nur 3 Stacks mitgenommen, ne? Das reicht gerade mal für hier vorne. Vielleicht. Ganz am Anfang, ja gut, dann bleibt das da erstmal. Müsste ja noch weiter nach vorne. Nee, mache ich später. Mach später. Mach ein rotes Kreuz, dann merke ich mir das. Quatsch. So, das haben wir an der Stelle. Ganz kurz gucken, wie es da weitergeht. Warte. Ah, okay. Gehen ja richtig. Okay, nee, da müssen wir richtig. Aber das ist schon mit, heißt... Weiß gar nichts. Bin schon wieder verwirrt. Ach nee, wir gehen ja in die Richtung, richtig. Das ist die Mitte und ich muss das spiegelverkehrt jetzt mir betrachten. Immer noch betrachten, okay. Ich weiß aber sehr über eine Kamm. Hat er nur? Ach so, er hat doch nur eine. Die Blaschnase. Was? Einen? Ein Kamm? Ich habe mehrere. Aber macht ja nichts. Taurus, menschliches Feindesliste, Böllerer, Alkoholkonsumenten, Verheiratete und Ja-Sager. Okay. Ja, die sind mir sehr suspekt. Ja, nichts gegen verheiratet. Na, nichts Wirksames, ne? Nein, nein, alles gut, alles gut. Was heißt, man schert alle über einen Kamm? Wenn man so die Nachrichten und einigen Politikern hört und wenn man dann sieht, welche Leute da halt da, alles in Anführungsstrichen, und das ist ja nun mal meine subjektive Meinung sozusagen, was ich so sehe, ne, geht es der Bevölkerung echt nicht gut. Ja, und sie müssen jeden einzelnen Euro 4 bis 5 Mal umdrehen. Ja. Und dann gibt es auch noch die Leute, die halt in Talkshows sitzen und dann auch das nochmal bestätigen. Also nicht unbedingt die Leute, die jetzt wirklich da armutsbetroffen wären, aber, ne, aber die kaufen halt auch sowas nicht. Ne? Also. So, ich weiß jetzt nicht, ob das offen war oder auch zu war. War das zweimal zu oder war das einmal? Bin aber beim falschen Bild. Okay. Es könnte natürlich daran liegen, dass das hier nämlich ein Viererfenster ist. Oh, Vierer. Ja, da oben ist es auch. Ja, mal scheiße. Nicht so gut gebaut. So hätte ich beinahe das böse Wort gesagt. Oh, ist schon. Zwei. Jetzt zwei. So. Und jetzt muss ich nochmal gucken, weil ich glaube nämlich, dass hier 2 öffnen. Ja. Ja, ja, ja. das mal weg. Hier. Sehr gut. Ich habe dieses Jahr für Feuerwerk genau 0 Euro ausgegeben. Sehr gut. Hm. Aber nicht viel falsch machen, würde ich sagen. Nein, wie gesagt, im Prinzip ist es, ne, ist es immer noch denen ihr Geld. Sie können machen, was sie wollen. Ja. Aber es hat immer noch so ein Geschmäckle, wenn die Leute dann danach dann dastehen und sagen, ich habe kein Geld mehr. Am Anfang des Monats. Gut, lass mal das Thema nicht tief führen. So, haben wir. Mhm. Sechs, sieben, acht, 10. Oh. Oh. Es ist dunkel. Erst die nächste, ja, nächste Balkon. Okay. Hm. Ja, vielleicht nicht. Oh. So viele hat man davon auch nicht mehr, ne? Hoffen wir, dass wir noch weit genug kommen. Nein. An. Eine noch. Mhm. Ah, vielleicht wollte ich noch nicht runter. Hm. Bereich des Möglichen liegen, da ich noch nicht runter wollte. Okay. Ah, da muss ich aber unten nochmal gucken, wie die Öffnungen waren. Na. Hier oben ist einfacher. Habe ich noch genügend Glas? Nee. Das war's. Nö, habe ich noch. Okay. Warum habe ich denn das Gefühl gehabt, dass ich nicht genügend Glas habe? Hm. Weiß ich nicht. Solange er es nicht, ich sage okay, ja, ja. Nein, falsch, falsch, falsch. Aua! Wieder zu zaghaft drüber gesprungen. Hm. Und ich muss auf jeden Fall nochmal nach unten wegen den Treppen. Hier nichts verschwenden, wir brauchen so viele davon. Das war's schon. Das Gerüst müssen wir eh nachher nochmal neu aufbauen, damit wir oben die... Tut mir echt leid, aber ich glaube, ich lege mich nochmal hin, habe sehr starke Kopfschmerzen bekommen. Weil ich noch einen schönen Stream. Tut mir echt leid. Ah, du brauchst dich nicht entschuldigen, ist doch alles gut, du bist doch krank. Alles gut, gute Besserung und wir sehen uns. Hoffe ich doch morgen mal kurz im Stream. Ansonsten wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Und ja, werd schnell wieder gesund. Damit ich erst eben diese merkwürdigen Personengruppen gegenüber feindlich eingestellt ist. Ah, guck an, da ist doch noch jemand feindlich gegen irgendwas eingestellt. Und ich dachte, ich wäre es nur bei Mods. Ah, kurz gucken wegen den Steinen, aber ich glaube, hier war nichts mehr. Nee, hier ist nichts. Gut. Oben sind wir fast fertig. Dann machen wir noch schnell die Scheiben ran. Ja, auch schon mal euch allen einen guten Rutsch, vielleicht bis morgen. Ja, David. Und wie gesagt, brauchst nicht entschuldigen dafür. Kannst du nichts für. Alles gut. Und danke. So, jetzt warte. War ganz gut. Warte. Nee, alles richtig. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Durchgänge, ne? 1, 2, 3. Genau, okay. Dann... Hier. Dann war es wieder falsch. Nee, gar nicht wahr. Doch, ist richtig. Also ist eigentlich egal, aber ich glaube, dahinter ist irgendwas gebaut, damit ich dann um an da gar nicht so schnell raus oder so. Bin mich mal ganz sicher. Ist auch nicht so schlimm. Den nächsten. Ah, okay, die waren dann auch mit 2. Hier und da dann wieder zu. War's, ne? Jo. Okay, wir müssen nach unten. Dann füllen wir mal unser Inventar auf, sozusagen. Geh um 19 Uhr nochmal mit ihm raus und dann soll er gefälligst bis morgen früh um 8 schlafen. Ach Mensch, falsche Richtung. Wieder. Genau. Er ist ja schließlich ein Hund. Kann ja wohl auch ein Hundeleben leben. Ja, aber wenn du sagst, du warst heute schon dreimal mit ihm draußen, jetzt nachher nochmal ein viertes Mal und dann war er schon mehr draußen als sonst. Dann geht's ja. Hallo Baram. Ja, alle ihr Lieben zusammen. Hier. Schön, dass du da bist. Ah, ich fülle nochmal auf. Der kommt nach hier oben. Gemeißelten Sandstein können wir noch schnell machen. Ein. Glas. Einmal Tiefenschiefer. Warum ist du? Keine Ahnung. Mit der Maus hängen geblieben. So. So. Die Time. Hallöchen. Paco. Ist das im Emote? Kann sein, ne? Und 7TV so, TV oder so. Keine Ahnung. Paco, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich schlucke bei dir im Stream nur, weil ich habe jetzt auch tatsächlich die letzten 2 Tage überhaupt nichts geschrieben. Ich hatte beim Tobi die ganze Zeit geguckt. Beim Turing gestern auch geguckt. Aber nirgendwo was geschrieben. Aber im Volllurk die ganze Zeit. Aber Wori hatte ich ja gut unterhalten im Stream. So, ich wollte noch... Genau. Nein, das ist Sand. Sieht aus wie glatter Sandstein, ist aber nur Sand. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ich muss auch gleich wieder nach vorne reiten, um mir ein neues Essen zu holen. So. Okay, vielleicht heißt es Hallo. Ja, nehme ich schon mal mit. Kann ich nachher umwandeln. Jo, okay. So. Obwohl ich brauche die eigentlich so, ne? Dieses Tea Time. Die Richtung. Ah, draußen ist wieder Feuerwerk. Ja, und der Hund oben dreht durch, alles klar. So, gucken wir mal das mal hier. Nur hier schnell bauen. Da. Warte mal, ich mache was anderes. Runtergefallen, weil ich im Chat geguckt habe. Marokkanische Münze würde schön. Ah. Okay. Hm. Ja, fast. Ich glaube, das könnte ein bisschen schneller gehen, als wenn ich jetzt hier noch das Gerüst aufstelle. Das Gerüst muss ich so auf die andere Seite stellen, damit ich halt hier hochkomme. Bitte bau eine Verbindung nach Marokko, damit eine Rose ihre Minze von da bekommen kann. Alternativ eine Seilbahn dorthin. Dauert dann aber. Ich glaube nicht, dass das, ja. Ach Manu. Ja, eine Seilbahn. Was ihr mit eurer Seilbahn habt. Aber nein. Oh nein, das ist noch so weit. Der Speicher ist schon wieder runtergefallen. Okay. Ich kann heute überhaupt nicht schreiben. Hm. Warum das denn? Wenn du eine baust, haben wir nichts mehr mit Seilbahn, dann ist ja da. Dann fällt euch irgendwas anderes ein, was ihr dann haben wollt. Deshalb wird das nicht gebaut und somit habt ihr nur dieses eine, damit ich dann immer noch so kann. Nein. Guter Plan, hä? So, jetzt muss ich nur gucken, wo es hier runter geht. Hier. So. Ups. War nicht richtig. Ja, komm, gucken wir mal, dass wir da hochkommen. Mal auf Fall ein Gerüst bauen. Sonst kommen wir da nicht ran. Mew. Brauche ich nur, dass wir da das immer schön bauen können. Aber per Internet geht schneller mit dem T, aber eine Seilbahnfahrt wäre auch prima. Baut doch, könnt doch eigentlich auch selber bauen. Warum ich das nicht machen? Der Seilbahn. Na toll. Nee, ich dachte schon. Wenn nämlich das Gerüst auf die Scheibe fällt, dann despawnt das. Also nicht despawnt, sondern es setzt sich halt nicht hin. Nein, anders halt. Raus. Ach so. Nö, da fehlt auch noch ein Fernsehturm und der Ratschläger und der Dom. Sonst geht's euch noch gut, ja. Und der Flughafen auf dem Berg. Wir hatten den Flughafen auf dem Berg. Ja. Dann nicht sagen, ich hätte es nicht gebaut. Kann ich ja nicht immer da bauen. Ich brauche noch 1000 Sternteile, dann läuft meine Seilbahn bergauf und bergab. Wie wäre es, wenn du 2023 in der Woche weniger Streams und auch kürzere Streams machst? Dann hast du vielleicht wieder mehr Lust für kreative Ideen deiner Zuschauer. Zuschauerinnen. Nee. Nur weil ihr kreativ seid, muss ich das ja nicht umsetzen. Dann habt ihr euch noch mehr aufgeschrieben, was ihr machen wollt. Oder was ich machen soll. Nicht ihr, sondern ich. Aber da ich pro Tag weniger als 10 bekomme, dauert es noch eine Weile. Okay. So, nur 100 Tage dann. Oh, guck mal, fertig. Und keine Steine mehr. Zum Glück haben wir hier vorne gebaut. Ich glaube hier. Oder hier. Nein, noch eins. Okay, hier. Okay, nochmal schnell runter, aber ich muss da hinten. Nein, das ist doch doof. Ich habe extra so gebaut, damit ich das Gerüst zwar abbauen kann. Nach hinten hin. Und dann direkt hinten bei den Kisten bin. 700 habe ich schon. Ach so, ja, okay, dann. Ach, du bist gerade am Anfang. Mit deinem Sammelei da. Super 2023, also keines Stream. Angebotsverkürzung. Wollte schon mal anfühlen, ja? Nein, nein, nein. Es ist nicht, also es ist nicht vorgesehen, dass es weniger wird. Aber auch nicht mehr. Und es wird eher dann doch wieder ein bisschen zurückgefahren von dem. Weil wir machen ja einen extra Stream, der Freitagsstream ist ja eigentlich ein Zusatz, ne? Der nicht eigentlich vorgesehen ist, sozusagen. Ich mache immer die falschen Kisten auf, also okay. 1, 2, 3, 4. Deshalb muss ich da mal gucken. Aber bei mein Terminkalender ist nächstes Jahr auch schon pickepacke voll, also muss ich auch noch gucken, da fallen eventuell 1, 2, 3, 4, 8 Streams aus. Muss ich mal gucken. Warte, mal kurz noch essen. Nein, nicht mehr. Schade. So. Haben wir. Die hat man auch. Ich brauche nur die hier gerade. Ja. Stück da vorne fehlt noch. Juhu. Gut, gut, gut. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich könnte das hier eigentlich schon abreißen, ne? Aber. Nee. Machen wir das hinten. Okay. Ach, schade. Wäre so schön gewesen. Hätte ich in die andere Richtung halt schon die Gerüste abbauen können. Und dann hinten weiter aufbauen, um die restlichen ja, Treppen halt auch dahin zu bauen. Hm. Ah, aua. Aha. So dann. Geht hier oben oder so unten? Ich glaube, er ist unten irgendwo. Oh nein, ich sehe gerade, dass da oben. Ah. Brüste liegen. Auch noch weg. Und hier kommt wieder hoch. Da kraxeln wir nämlich hoch, ja. Hat das wehgetan? Ja. Immer. Ja. Okay. Brauche ich nicht hochklettern. Wenn ich das hochwerfe, dann kriege ich das auch. Egal. Aha. Jetzt habe ich mir schon wieder wehgetan. Der steht bestimmt hier unten drunter. Gespawnt da. Naja. Oh, hier hätte ich vielleicht kurz stehen lassen sollen. Obwohl, ich kann auch auf der anderen Seite noch hoch. Kann auch? Nee. Jetzt sein Auer schon mehr als sein Nein. Nein. Das ist nicht richtig. Also nein. Ach. Ja, mal doof. Oh nein. Oh, bereut. Hallöchen. Ich dachte, du wärst gar nicht zu Hause. Wollte ein Ball um die Ecke und fällt um. Was? Ah. Auch gestern zurück aus Sachsen gekommen, morgen geht es um 12 Uhr dann nach NRW. Oh, guck an. Das ist ja... Weihnachten bis Neujahr ist Stress, ja anscheinend. Macht sie aber auch Stress. Noch weg. Ah, da oben steht noch was, okay. Oh nein, da steht auch noch was. Okay. Nun seit 19 Stunden hier und habe noch 19 Stunden, bis ich wieder weg muss. Okay. Da ist dein Terminplan ja dann gut voll. Oh, vergessen ganz zurück. Oh, Oberreuth, Hallöchen. Na, guck mal. Hm. Also im Chat. Muss im Chat. Das auch noch weg. Ach guck mal, da sind noch zwei. Oh. So, dann gucken wir mal. Oh. Steht ja auch noch. Muss. Da hat man keine Zeit für Alltag. Jetlag. Ach, für Jetlag, okay. Naja, okay, du bist ja auch nicht unbedingt so weit weg gewesen, dass du jetzt einen Jetlag entwickelt hättest. Außerdem bist du mit der Bahn unterwegs gewesen, da konntest du die ganze Zeit schlafen, oder nicht? Warte mal, okay, jetzt geht wieder. 6 Stunden Zugfahrt insgesamt, ah, okay. Ah, nur Stress hat, ja. Warum machst du sowas? Und hier bis Leipzig 4 Stunden und den Rest dann mit S-Bahn und Regio. Ai, okay. Du bist im Lager, ne? Ja, hier leckt's nämlich gerade. Hm. Oh Mann. Die ganze Zeit immer runterfalle. Hm. Auf der Rückfahrt saß mir eine Mutter mit ihrem Sohn gegenüber, der hat Pokémon-Karten geöffnet und sie hat mir eine der gratis DB-Schokoladentafeln angegeben. Auf der Hinfahrt hatten die wohl mehr gekriegt. Ah, okay. Dann gehe ich einfach. Nein, du darfst schon bleiben. Ich hab noch Schokolädchen bekommen. Guck mal, was passiert ist, dass du jetzt gerade online gekommen bist. Weiß ich jetzt nicht. Und weg ist er wieder. Lass mich kurz, warte, ich sag dir, wenn du wieder reinkommen kannst. Okay, mach schnell die Dings hier hin. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber kann ja nicht sein. Nein, nee, bleib da, bleib da. Das machst es extra, ne? Kinder. Muss ich auch noch schlafen. Ach, verdammt, ich hätte dann hier hochgehen sollen. So. Wie viel habe ich denn noch? 31. Wenn das wieder... So, darfst. Dankeschön. Erst wieder online kommen. So eingeschnappt, jetzt will er nicht mehr. So, ich muss nach vorne reiten. Ich habe nicht mehr, ich habe kein Geld mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Und da ist er. Und leck. Eigentlich dürfte es nicht lecken. Wir haben Memory-Auslastung von 3000. Und 6000. Also, irgendwie weiß ich nicht, warum da so ein Peak entsteht. Bin ich wieder schuld. Als David eben da war, da ist nichts passiert, aber der hat auch nicht im Lager rumgegammelt. Von 6 GB RAM ist voll in Ordnung eigentlich. Ja, deshalb ist halt komisch, dass es jetzt leckt. Aber David war halt hier am Basteln, an der Pyramide ein bisschen. Oh, hätte ich vielleicht nicht lang reiten sollen. Ah, Entschuldigung. Leute, Hallöchen, hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Jawohl, geht's gut, Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe selber auch. Okay, da wird man von einem Pferd angeschrien. Hm. Was hast du mit deinem Pferd gemacht, dass es dich anschreit? No, jetzt wieder hoch. Mein Gott. Muss Fiat. Prima, das freut mich. Sehr schön, sehr schön. Oh, warte, warte, warte. So. Da ist meine Leine. Warte, ich habe nicht gelesen. Habe ich mich gerade panisch umgeschaut, ob hier ein Pferd im Lager ist. Vielleicht? Nein. Ist hier ein Pferd im Lager? Nein, ist nicht. Da ist kein Pferd. Das Pferd könnte meins gewesen sein, was du da wieder gehört hast. Gehe ich einfach mal von aus. Ich kann ja mal an ein paar Zombies vorbeilaufen. Mal gucken, was du dann sagst. Du hast das aus meinem Sarkasmus herauslesen können. Hm. Ach, hier steht das Pferd. Okay. Warum hast du keinen Sattel und keinen... Ja, okay, ist auch egal. Ist ja dein Pferd. Hm. Wie hast du es überhaupt hier hingekriegt? Oder hat das jemand anders nach hier vorne gebracht? Was wollte ich? Ach, ja, Essen. Ich habe ein Pferd. Ja, jetzt schon. Hm. Oh. Gut zu wissen, ja, und im Pferdestall ist ja auch, sind ja noch Sattel. Kann auch sein, dass hier hinten noch irgendwelche rumliegen. So. Essen. Okay. Brauchte gar nicht lange zum Essen. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich weiß nicht, was los ist, aber... Ja, warum? Was tust du hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was heute los ist mit dem Server. Eieiei. Eigentlich dürfte nichts sein. Es ist... Der Memory ist immer noch bei 3000. DPS ist bei 10 von 20. CPU-Auslastung ist 1%. Theoretisch weiß ich nicht, was hier los ist. Muss ich noch irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Nö. Gold versunken? Nee. Und eigentlich Dreckwege. Wo geht's denn hier runter? Da. Gegebenenfalls kann ich mal eine Render-Distanz runterschrauben und schauen, ob das bei dir eine Auswirkung zeigt. Okay. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Oh, guck mal. Haben wir denn hier irgendwo Eisen? Das sieht doch sehr ramponiert aus. Ich glaube nicht, ne? Doch egal. Ah, guck mal, da hinten geht's über. Brauche ich gar nicht schwimmen. Hier ist nämlich ausgetrocknet ein bisschen. Aber eigentlich ist das irrelevant, weil der Server die Bereiche sowieso rendern muss. Ja, genau. Das wäre dann höchstens an meinem Ende, dass da weniger Arbeit vom Statten gehen muss. Ja. Deshalb, also ich weiß nicht, woran es jetzt gerade im Moment liegt. Dass es so schlimm ist, weil sonst, wenn ihr zwei zusammen da seid und auch beide im Lager sind, war es nicht so schlimm wie jetzt gerade. Deshalb, also, weiß nicht. Seid gerade bockig. So. Kommt's hier dran? Jetzt brauche ich, ja, 1, 2, 3, 4. Immer nochmal Oh. Vielleicht hätte ich vorne doch noch glatten Sandstein mitnehmen sollen. Verdammt. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Ach, hier. Egal. Egal, egal. Wir haben auch nur noch eine Stunde. Ist halt die Frage, wie weit ich da überhaupt komme. Gut, warte, warte, warte. Okay, sag doch einfach direkt, was ist, dass es an mir liegt. Dann kann ich kündigen und muss mich nicht mehr um die Sklavenarbeit hier kümmern. Ah, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, das hast du dir selber ausgesucht. Ich habe nicht gesagt, du musst das jetzt machen. Ich habe nur gesagt, mach doch. Habt ihr nicht widersprochen. Und schon wird es dir wieder schlecht ausgelegt. Guck, dann geht er nämlich ein. Lässt er mich wieder alleine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ne? Ne, 6. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, Memo an mich. Stein und Mangrove. Ja, Mangroven kannst du suchen. Endstein wird schwierig, weil wir immer noch nicht im End waren. Können wir vielleicht mal im neuen Jahr dann angehen. Ist ja auch gar nicht mehr so lang. Wenn man sagt, ja, okay, machen wir nächstes Jahr. Das war falsch. Dann gehe ich da halt alleine hin. Nee, gar nicht. Ich gehe nicht den Weg, so. Okay. Du weißt, dass Enderaugen nicht schwer zu besorgen sind. Ein paar Sachen da, die du noch hast, vielleicht. Schon. Zwei. Das ist nur 2 und dann. Okay. Hier kommen die Treppen hin. Das ist wieder soweit. So. Da cheatet jemand? Der cheatet. Hier cheatet keiner. Gar nicht. Cheaten ist nämlich verboten. Was meinst du, war heute? Oh ja, der cheatet. Kann man sich Endstein ertraden? Bestimmt. Wann cheate ich? Wieso ich? Will ich cheaten, wäre ich fertig. Das ist wohl wahr. Kann man sich bestimmt ertraden. Gibt es da nicht den Händler? Hier, Dings. Kleiner Händler, dass der, wenn der hoch gelevelt ist, dass der dir dann auch richtigen Steine verkauft. Geht's denn hier runter? Hier? Jo. Entweder kann... Nee. Entweder beim Steinmetz oder dem Redstone-Typen. Ja, einer von beiden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei dem Steinmetz ist. Rein von der Logik her. So. Wegen dem Leak von deinem Server sind die Steine erst später sich... Ach so, ne, ist auf der Höhe ist das die ganze Zeit. Ja, auf der Höhe das Bauen ist, ist irgendwie ein Fehler. Das haben wir immer. Das hat man hinten auch schon, wo wir da gebaut haben. Also da ganz hinten. Ja, auf der Höhe genauso war es halt immer, dass sich das, ja, dass es nicht so gut aussieht dann. Zack. So. Jetzt muss ich nochmal gucken, war das denn auch so oder war das eigentlich 4 breit? Ich glaube, es war 4 breit, ne? Oder drückt mal ab und an F3 und A. Okay. Was 4 breit oder nur 3 breit? Nee, 3 breit. 3. Gleichzeitig. Ich habe gesagt, für F3 und A. Der Chunks werden neu geladen. Okay. Gut. So, ich brauche das Bild. Gucken an. Pass auf, wir gehen jetzt richtig. Ah, okay, dann brauche ich das. Mit aus. Vom Zugang zur also zum Seiteneingang. So, jetzt habe ich es aber. Genau, Luca. Da hinten irgendwo. Man kann es leider nicht sehen, aber da hinten war es irgendwo. Was für Ausdrücke hier wieder. Nix spoilern, ich hab noch nichts davon gesehen. Ich guck gerade, ich wollt's bei einem ganz bestimmten Streamer schauen. Nix spoilern bitte. Von Ragnarök. Muss auch beim Max auch immer wieder gucken, was er gerade spielt. Und dann muss ich ausmachen. Kein Problem, kein Problem. Ich habe es ja frühzeitig gesagt. Warum hat schon durchgespielt? Ah, okay. Warte. Spart die, warte. Und damit werden die Chunks neu geladen um dich herum, beziehungsweise für dich werden Chunks außerhalb deiner Renderreichweite nicht mehr so relevant, beziehungsweise nicht aktiv werden. Ah, geladen, okay. Das spart dir eine Menge Performance, wenn es gut läuft. Da beliest dir die wissenschaftlich fundierten Fakten wieder, die deinen Horizont erweitern würden. Ja, aber wissenschaftlich fundiert ist ja... Hätte da Wissenschaft irgendwas mit zu tun. So, jetzt aber. Wir sind an dieser Stelle hier. Das heißt, hier kommt jetzt ein Viererfenster. 1, 2, 3, 4 und dann kommt erst 5. Weil da habe ich einen Fehler gemacht beim letzten Mal. Eieieiei. Okay. Weiter. Nee, Moment. Doch, ich bin ja da. 1, oder dann ein mit 2 Blöcken, ein Fenster, ein Zweier-Blockfenster und dann 2 Blöcke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2er, 1, 2, 3, 4, das hier rein, einer mit 1, 2, 3, 4, 5, 2 Blöcke. Ich habe keine mehr. 2 Blöcke. 1, 2, 3, 4 und 2 Blöcke, okay. Lassen wir das erstmal so und hinlegen. Ich lese gleich, warte. Quatsch, hab ja erst gestern Abend angefangen. Das heißt aber noch nicht. Heißt ja nichts eigentlich. Ich muss dir auch keine solchen Infos teilen. Das ist, ja. Ne? Hat mir einen Horizont jetzt nicht unbedingt erweitert. Aber okay, das lassen wir jetzt mal so. Nur Ausschnitte durch Stream und ja, aber Spiel lohnt sich pur bis zum Ende. Okay. Gut. Muss mal gucken, wann derjenige das dann auch anfängt zu spielen. Ich weiß nur nicht, ob er gesagt hat, dass er dazu ein Let's Play macht oder halt das irgendwann mal im Livestream macht. So, G-Man. Aber würde ich auch bei Tobi gucken, davon abgesehen. Okay, dann gehe ich einfach ab jetzt Tastenkombinationen und du drückst. Dann gebe ich dir. Okay, einfach Tastenkombinationen und du drückst die einfach, ohne sie zu hinterfragen. Wurde ja schon als Cheater dargestellt. Dieses F und F3 und A, das kenne ich selber noch. Nur ich benutze halt so selten. Ne? Ey, so. Wird man nicht komisch. Siehste. Elchen wieder. Zu Erik, ja. Ja, warte auf Mr. G. Das Spiel hat da ersten Teil gesehen, ja. Ich kann nur sagen, ohne zu spoilern, man hat gefühlt fast wie in Elden Ring dauernd bossartige Leute gegen sich, daher Pausen machen. Sehr wichtig. Okay. Dann habe ich die grauen Zellen wieder mit Farbe angepinselt und zurück ins Leben gerufen. Ja, natürlich. Was sonst? Ach, da ist es wieder. Das ist nur auf der Höhe. Sonst habe ich das nirgendwo gehabt. Meine ich. Das ist falsch. Ja, genau. Es liegt also nicht daran. Er hat schon gesagt, Pile of Shame, ja. Naja, er war ja auch krank und hin und her und die ganzen Termine und ja. Friendly Fire und jetzt hast du nicht gesehen. Hallo? Jetzt. Ja, nichts. Oh, hier schon wieder Ende, okay. So. Hier? Nein, nee, noch eins zurück, ja. Okay. Gut, weiter. Auch noch, wir kommen noch ganz gut voran, würde ich sagen. Müsste ich nur gucken. 2, 3, 4, okay. 1, 2, 3, 4. Machen wir das noch hier hin. Und jetzt muss ich das Bild wechseln. So. Das wird jetzt das. Genau, das ist der Vierer mit dem Balkon einmal komplett rüber. Das dann mal 1, 2, 3, 4, 1, 2 und 3, 4, 1, 2, 4, 1, okay, dann 3 mit, okay. Ich rede in Rätseln und macht ja nichts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 2er-Block, 3er-Block, so, 1, 2, 3. Und dann kommt 2er und dann weg. Ja. Und das kommt auch weg. Da kommt nämlich das hier. Okay, ich hab's hingekriegt. Oh. Das ist falsch. Genau. Erik ist gemeint. Wahrscheinlich LP, wenn du Erik meinst, und Tobi will ja erstmal die alten Teile durchhaben. Und da würde ich sagen, es dauert noch eine längere Weile auch bei ihm. Ja, weil er halt auch jetzt den nächsten Teil... Ich weiß gar nicht, ob er schon fertig ist mit Aufnehmen, weil er hatte ja gesagt, er wollte es noch aufnehmen. Von God of War. Ich hatte einfach nur Schwein, dass ich das durch den Key beim Touring gewonnen habe. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Wo war ich denn da wieder? Genau zur rechten Zeit. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Weil ich habe... Ich habe die ganze Zeit geguckt, aber nur im Log war ich dabei. Ich habe gar nichts geschrieben die letzte Zeit. Pech und Glück sind zwei komplette ehrliche Gegensätze. Ja, manchmal. Ja, muss ich es halt dann auch mal. Ne, muss schon oben bauen, okay. Ja. Mal gucken, ob wir das wieder so hinkriegen wie auf der anderen Seite. Wie viel haben wir denn? Ja, gut, gucken wir mal. Also wie wir das heute auch hier angefangen haben, dass wir hier wieder das Grundgerüst stehen haben. Und dann einfach dann nächste Woche, im nächsten Jahr sozusagen, dann daran weiterbauen können. Aber wir haben ja noch Zeit. Mal gucken, wie weit wir kommen. Es hält schon auf, weil es nicht komplett symmetrisch ist. Es ist halt ein bisschen proprietrisch sozusagen. Ende? Ja, um 18 Uhr das Ende. Wie immer. Freitags. Außer ein gewisser jemand streamt nicht. Ah, nee, ne? Habe ich noch? Habe ich noch, okay. Aber nicht mehr so viel, okay. Müssen wir nochmal runter, okay. Nee, Erik. Du sollst jetzt endlich, ach so, das meinst du ja. Nächste Woche, wenn du magst. Nächste Woche Dienstag. Nur gucken, ob David halt auch Zeit hat, wenn er auch mitkommen möchte. Weil? Was weil? So. Mit einem Liter kann man fliegen, schweben. Ach Quatsch. Was? Oh. Das musst du mir aber jetzt nochmal ganz genau erklären. Das war eine Frage. Was? Wo war denn das Fragezeichen? Ach, Tatsache. Mit einem Liter kann man fliegen, schweben, Fragezeichen. Ja, kann man. Ich kenne das Zeug nicht, dafür bin ich zu alt. Ah, okay. Ja, genau. Und Schalker-Boxen brauchen wir auch, um mein Inventar zu erweitern. Weil das sind Boxen, die du füllen kannst und dann mitnehmen kannst. Das kennst du mit. Ja, die kenne ich. Ja. Aber die Elytra, mit Elytra habe ich halt auch noch nicht so viele Erfahrungen. Also da müssen wir vielleicht noch eine Elytra-Schule aufmachen für. Oh, jetzt habe ich keine Steine mehr. Okay. Mit denen wäre die Arbeit im Lager so schön, ja. Wie gesagt, wir können nächste Woche vielleicht, wenn wir es zusammenfinden, wieder. Ich muss gucken, ob ich überhaupt nächste Woche... Doch, ja. Der Dienstag ist ja... Ja, doch. Alles gut. Was auf 24 Minuten? Ja, Tintin, kein Problem. Welches Game ich mir als nächstes auf jeden Fall holen will, weil bei unserem Saturn immer wieder runtergesetzt ist, werde ich entweder die Ultimate oder die Valhalla-Edition von Assassin's Creed Valhalla holen. Weil die sind beide ständig für einen selben Preis zu haben. Knappe 62 Euro. Oh, gut. Okay. Nach oben. Und wir brauchen, glaube ich, dann auch eine Creeper-Farm, oder? Betreibt man die nicht mit Raketen? Also die Elytra, damit du halt fliegen kannst, brauchst du tatsächlich Raketen. Damit du halt dann weitere Strecken fliegen kannst. Hatte man hier Hass, wenn man sagt, dass man die Collectors hier stehen hat? Vielleicht. Müsste man mal nachfragen. Okay, Creeper Farm wird geplant. Sehr gut. Wieso noch 20 Minuten? Was? Ja, weil 18 Uhr dann ist. Was ist denn los mit euch? Also, werdet ihr zum ersten Mal freitags hier. Immer dasselbe. Wie? Hä? Hab ich noch nie gehört von. Hm? Wer ist denn Erik? Dann Erik. Bonk. Dann hört er auch, weil Erik heute kommt, auf. Genau. Hm. Immer noch billiger als die digitale Version. Ist das... hast du trotzdem eine digitale Version nicht, oder kriegst du, ist da ein Code drin, eine digitale Version, oder kriegst du halt da tatsächlich eine CD in dieser Box? Also man hört es ja immer wieder, dass halt da gar keine CDs mehr drin sind. Naja, vielleicht ist es halt noch so eine Version, wo man halt dran kann. Jetzt mach doch mal hier mit CD. Ah, okay. Als Blu-ray-Game für die PS4. Ah, okay, ja, gut. Ja, vielleicht habe ich eben nicht gelesen. Mein bester Freund. Mein Nachbar 2 Straßen weiter. Das glaube ich dir nicht mehr heute. Ein gewisser Bärtiger. Genau. Er hat's gesagt. Aber er darf das doch gar nicht sagen. Nur ich darf das sagen. Macht dann viel Spaß, V. Dann kann ich ja um 18 Uhr mit Willi Gassi gehen. Nee, du musst um 19 Uhr mit dem Ganzen gehen. Ihr habt es ja eben gesagt. Aber du darfst um 18 Uhr gehen. Sag mal, wann kommt denn hier jetzt endlich? Ich wollte nämlich da oben drauf bauen. Und das kann man nicht so gut sehen, denn... Keine Ahnung, was ist denn hier los jetzt? Okay. Ja, Spiel kaputt, glaube ich. Okay. Ich habe mal F3A gedrückt. Und guck, da ist nämlich auch ein falscher Stein. So, der ist der falsche. Eins, zwei, drei und... Ah ja, genau, dann müsste da die Dings kommen. Zack. Zack. Verholt keine Cheatersteine. Jetzt könnte ich was dafür. Ah. Okay. Dann wieder nach vorne. Dann hätten wir hier unsere ersten Balkon. 1, 2, 3. Moisen, User King T, schön, dass du da bist. Das war zu viel. Autsch. Ach stimmt ja, gegen 18 Uhr muss ich dann noch ein gewissen anderes Spiel mit A spielen. Okay. Und wieder. Bist du dazu gezwungen? So in etwa. Nur gedacht. Vielleicht. Okay, vielleicht liegt schon unten, okay. Demjenigen, mit dem ich das immer spiele, ist heute leider klar geworden, dass er sich sehr, sehr krank fühlt. Ah, okay. Das ist natürlich, Das ist natürlich tragisch, glaube ich. Okay, dann hätten wir das. Oh, nein. Vielleicht brauche ich das noch. Falsch rum. Manu. Ach nein. Und das bei einer Frühschicht. Der Arme. Ach. Kann ja mal passieren, ne? Dass er dann so ganz ad hoc krank geworden ist. So, jetzt aber. So. Ja. Wo sind denn meine da? Zwei. So, dann haben wir den Balkon schon mal fertig. Haben wir die Steine noch eingesammelt. Aber jetzt, wo ich weiß, dass Christopher Judge der Sprecher von Kratos ist, sehe ich jedes Mal, wenn ich Kratos sehe, sehe ich auch Tjalk von Stargate. Vor den Augen. Ja, und ich musste tatsächlich auch bei der Pressekonferenz, also nicht Pressekonferenz, das war ja hier die Games Award, ne? Genau. Da musste ich echt zweimal hingucken und da, den kennst du doch irgendwo her, ne? Aber der hat das Gesicht total verändert. Da kannst du ihn kaum erkennen, sag ich mal. So, jetzt gucken wir mal. Machen wir mal hier oben weiter. Und dann haben wir hier jetzt tatsächlich eins, zwei, die dritte, wo die schwarzen Steine kommen. Ja. 1, 2, 3, also der vierte im Prinzip. 1 haben wir da schon. Google. Wir beim zweiten. Warte mal. Hier fehlt, ja. Geht's denn hier runter? Erstmal ins Bett. Ich wusste, dass Stimme bekannt vorkam, aber ehrlich, das besser geht nicht. Ja. Er ist halt und narbig geworden, aber immer noch in guter Form. Ja, das ist richtig. Wie zu seinen SG1-Zeiten. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, ist okay. Ah, falsche Richtung. Muss ich doch nochmal gucken. Das ist irgendwie hier vorne. Ja, 1, 2, 3. Da habe ich vergessen, das einzubauen. Einer Fehler gebaut. Genau. Genau. Und dann kommen hier noch die 4 Aussparungen, also die 4 Fenster. Und dann kommt erst der nächste Balkon. So, ganz kurz gucken. 1, 2, 3, 4. Dürfte genau die 4 sein. Genau, okay. Dann 2. 1. Okay. Weiter. Das war jetzt das. Dann kommt der das Vierer Fenster. Dann hier und dann kommt der Balkon. Okay, 1, 2. Müsste eigentlich wieder ein Dreier sein. Ja, ist es auch. Muss das Bild ändern? Nein, lass das doch. Warum? Achso, deshalb. So gut wie MacGyver hat sich niemand gehalten. Ja, das stimmt wohl auch. Ja. Ich komme auch nicht auf den Namen von ihm gerade. Ach, guck mal. Da müsste doch eigentlich jetzt. Aber jetzt der. Warte, ich muss trotzdem das Bild ändern. Mal ganz kurz gucken, ist das hier hinten das Viererfenster? Genau. Okay. Dann kommt hier nämlich der nächste Balkon hin. 1, 2, 3. Genau. Passt. Und dann kommt hier zu. So. Okay. Mal hinten an. Die Uhr. 6 Minuten. Ja. Wird schwierig. Schon. Na. Die Steine einsammeln. Nichts vergeuden. Als ich erst das SG1 Folge sah, gleich das Sag gleich, dass doch MacGyver, seit wann ballert er denn der alten Pazifist? Ja. Ne? Da hat man dann auch gedacht, und packt er denn endlich sein Kaugummipapier aus und bastelt Bomben? Aber nein. Warte mal. Sind wir doch noch gar nicht so weit? Nee, sind wir doch noch nicht. Okay. Ich dachte, hier kommt schon der nächste Balkon, aber ist noch nicht. Nein, lass das. Jetzt aber. Okay. So, dann. Glas rein. 2, 1, 2 und hier wieder zu. Nein. Das ist falsch. Okay. Hätte ja mal klappen können, ne? Okay. Gut. Und so. Mann, ey. Verbaue ich mich auch neu. Weißt du, immer wenn es ein bisschen schneller gehen soll, wenn ich halt jetzt weg will, sozusagen, ne, damit wir noch so schnell, so viel wie möglich halt von der Mauer fertig kriegen. Gut, wir brauchen oben noch den Rand, aber so, und jetzt können wir einfach. Ein cooles Riesenaquädukt. Nee, eigentlich eine Pyramide. Aber nah dran. Und Hallöchen, Chris. Oh, wirkt das wirklich ein Aquädukt? Nee. Nee, nee. Die Aquädukte sind hier ein bisschen kleiner als die Pyramide hier. Also, okay. Nein, nein. Alles gut. Außerdem sind da Fenster drin in dem Aquädukt. Wäre schon komisch. Der Grundbau einer Pyramide. Genau, genau, genau. Was? Forrest Gump? Das gibt mir auch immer so, dieses Neujahrserkältung bekommt man immer zu den ungünstigen Zeitpunkt. Ja, ja, ja. Du kannst ja wohl auch mal ein richtiges Aquädukt bauen. Ich habe ein Aquädukt schon gebaut. Das steht woanders. Vor dem V-Bau und der Fassadengestaltung an deren Ende hatte ich auch gedacht, dass die Römer irgendwie ihren Palast auf dem Palatin irgendwo vergessen hätten. Ein Aquäduktchen. Ja, es ist halt nur ein kleines Stück. Das war ja nur zur Anschauung, wie es hier dann in der großen Pyramide dann aussehen wird. Oh, warte. Müssen wir vielleicht mal ganz kurz noch hier ran. So. Hier rauf. Also wir haben da hinten in der Ferne haben wir ein Dorf gebaut zum Anfang des Projekts, und da ist halt auch ein Aquädukt gebaut, und auch in der Mauer, die da drumherum ist, fließt auch das Wasser. Hat sogar der Varroid ein Rad für gebaut, ein Heberad sozusagen, ein Wasserrad, damit das Wasser dort auf die nächste Ebene hochgeführt werden kann. Ach, das. Ja, stimmt. Siehst du? Aber ich weiß nichts mehr, ne? So, weiter. Wieso die alten Römer haben auch mit Bögen die Aquädukte und Spannung zu überbrücken. Oh, und manche stehen heute noch voll funktionsfähig. Ja, das ist ja richtig. Ja, auch in der Eifel. Produkte gibt es eine ganze Menge. Nein, böse. Oh nein, oh nein. Ich habe nicht geguckt. Hm. So. Nee, wieder runter. Ah. Ja, okay. Ah, Fließbandarbeit. So, okay. Weiter. Ah, nein. Falsch rum. Erik ist da. Danke dir. Weiß Bescheid. Nächstes Achievement. Ja. So. Ah. No, ich habe kein Glas mehr. Okay. Macht nix. Dann machen wir mal hier weiter. Und ich werde dann fürs nächste Mal dann wieder das Inventar wieder auffüllen und von vorne noch schnell neuen Sandstein, Plattensandstein aus unserem Fundus sozusagen holen. So. Nein, falsch rum. Mach doch nicht sowas. Immer freitags kommt der Ehemann. Ab auf Twitter mit dem Achievement. Achso. Da noch, okay. Okay. Gut, gut, gut. Hier vorne müssen wir nochmal rauf. Hier? Ja, hier. Okay. Dann kann das weg. Das. Das und das. Aber hier müssen wir nochmal hinstellen. Da müssen wir nämlich als nächstes dann wieder hoch. Oh, warte hier. Oh, da müssen wir dann das Glas weitermachen. Nein. Böse. Ja. Nächstes Mal ist erst im nächsten Jahr. Dann geht's hier weiter mit Minecraft. Und morgen sehen wir uns aber nochmal, wenn ihr mögt. 16 bis 19 Uhr. Transport Fever 2. Wie immer. Samstag, Sonntag. Ah, ich habe schon meinen neuen Kalender hier, deshalb steht da noch nicht drin, dass wir morgen streamen. Aber muss ich den alten nochmal nach oben legen. Genau. Und Tom hat du streamst auch am 31. und am 1.1. sowie am 2.1. und 3.1. Nein. Am 2. wird nicht gestreamt. Das ist ein ganz regulärer Montag, da mache ich nichts. Aber am 3.1. gibt es dann wieder Minecraft. Morgen gibt es Transport Fever 2. Warte. Ich habe hier Blödsinn gemacht. Wir müssen hier noch die Scheiben reindrücken. Ah, okay, dann komm. Und hier kommt noch der Tiefenschiefer rein. Ja, hier habe ich auch schon abgebaut. Und dabei muss das da auch noch hin. Und nein, jetzt fängt es an zu regnen. Das war wieder so typisch. Ich will Feierabend machen und hier fängt es an zu regnen. Aber schön, die da nichts sehen können. Warte mal. Ach nee, hier. Ja gut, hier müssen wir aber trotzdem nochmal hoch. Für die Scheiben. Gut. So, guck mal nochmal ganz kurz, wie es jetzt hier aussieht. Ah nein, ich bin doch noch auf. Nee, ich bin auf der rechten Seite. Genau, hier ist ja die Mitte. Ja, Transport Fever 2 mit wenigen Mods. Aber immerhin. Hey. Gar nicht wahr. Aber doch, wieder einiges geschafft. Hier war ja nur das. Sozusagen das Grundgerüst stand, da hat man es dann zu Ende eingebaut, sozusagen die ganzen Scheiben und die Tiefschiefer und so weiter und so fort, und jetzt halt oben noch die, wie heißt es, glatten Sandsteintreppen. Warum vergesse ich immer, dass es glatt heißt? Keine Ahnung. Ja. So, sind wir doch ganz gut weit gekommen. Bis zum nächsten Seitenzugang. Das heißt, am Dienstag machen wir hier dann die Scheiben noch rein, die restlichen, und können dann schon die letzte Hürde nehmen, sozusagen, bis zur Ecke. Ja, gut. Sieht doch gut aus. Dann haben wir schon wieder 1, 2... Weil da hinten die Hälfte gemacht. Jetzt hier sind wir auch schon 3/4 fertig. Ah, sehr gut, sehr gut. Läuft bei uns. Sagen. Soll ich euch noch irgendwo hinschicken? Einmal nicht schlafen hier. Guck mal ganz kurz. Schicke euch zum Debitor rüber. Der spielt auch Minecraft. Ja, Craft Attack 10 gerade. Danke für den Stream. Man merkte, dass du dich zeitweise echt bemüht hast, eine ausreichende Leistung zu zeigen. Dankeschön, Tietchen. Also es ist immer sehr schön, dass ich hier immer nur 5 bekomme. Aber Dankeschön. Ciao und danke. Bis gleich drüben. Genau. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Transport Fever 2, 16 bis 19 Uhr. Und im nächsten Jahr dann auch wieder Transport Fever 2. Ist nicht mehr so lange. Wir haben nämlich schon Silvester morgen und dann haben wir schon Neujahr. Am diesem Wochenende halt Transport Fever 2, 16 bis 19 Uhr. Wie immer. Also Note 1. Okay, dann habe ich das falsch gedeutet, deine Schreibweise. Danke, Tienchen. Bleibt mir gesund, schön frisch bleiben und bis bald. Hier bei mir beim V1976. Tschüss.